und Sequenz. Welcome, Lieutenant Morton. A hologram? How does he know my name? There's not much time left, so I'll explain it short and simple. On August 10th, 2055, our Noah's Ark plan became successful. Year 2055? What's he talking about? To save the dinosaurs, we transferred the dinosaurs to this time, 3 million years ahead of our time. What? 3 million years? Then you're from... There was another accident when we were about to go back. The gate disappeared and we were stranded in this time. Then this is the future. There was no way for us to survive in this world, where dinosaurs now rule. We, the remaining survivors, hurried to recover the gate. It's too late now. My wife, Julia, was killed by the dinosaurs. And my loving child, she was hurt. Badly. Paula. Paula. Your name? Papa. My only mission now is to protect my group. I have kept Paula and the other children safe by putting them inside life support chambers. Regina for me. I'm counting on you, Lieutenant. Okay.
Okay, das war jetzt ein bisschen sehr viel Input für Dylan wahrscheinlich. So von wegen, wie er ist Papa und war mit einer Frau namens Julia verheiratet, die nicht Regina ist. Oder vielleicht sogar doch, dass Regina nur ein Codename ist. Kann ja auch durchaus sein. Und die nächste Sequenz. Manuell? Wer? Dankeschön! Ach, unsere Disc-Jockeys mit Helmchen. Yeah, voll der Samurai! Ich glaube, da kommt was Großes auf uns zu. Echt? Ich wollte ein Verhör starten. Ich bin immer weg, D. Ich glaube, der mag mich nicht. Und boah, der Mundgeruch. Ach ja, ich... Oh, ja, 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 ja. Ich laufe! Ey, WTF! Ja! Wofür habe ich die Dinger? Okay, das kennen wir ja bereits. Ich drücke direkt schon auf den Steuerkreuz nach oben. Hallo, stehst du mal auf? Was Beschädigung des Transports? Oh, Scheiße. Ah, das gefällt mir ja ganz und gar nicht. Ja, ja, komm. Halt's Maul. Kannst du mal aufhören? Ja, ist ja gut. Ich hab dich auch lieb. Ruferkommandoterminal, um die Kommandoabwehrsatelliten herzustellen. Verbindung hergestellt. Alter, sehe ich aus wie dein Mittagessen? Ah, ich renne einfach. Oh, meine Güte. Und dieses blöde Getriggere dann dabei. Das ist nervig. Daneben. Dylan. Steh auf, großer Soldat. So. Konsole für die Zelle. Lalala. Ja. Und jetzt muss ich zum... Genau. Ziel eingegeben. Ich glaube, das war eine tödliche Attacke. Tötet es mit Feuer. Ich glaube, der ist auf einem Orgens. Oh, Dylan! Das ist alles very, very zeitfressend. So. Angriff initiiert. Vielen Dank. Und jetzt fick dich, du großes Mistvieh. Fick dich!
So, ich lebe noch. So, wo ist unser Großer? Ich würde sagen, der ist... Oh, ich hätte jetzt gedacht, ein Häufchen Asche, aber nein, er wurde direkt zum Erdmittelpunkt geschossen. Wo ist eigentlich Paula? Und die Zeit läuft immer noch, ich werde doch Banane. Tja, von unserem Großen ist nicht mehr wirklich viel übrig und wir haben noch 3,5 Minuten. Also ich glaube, da steht der jetzt nicht mehr auf. Ja, ich weiß, ich bin fies. Hey, es hat versucht, mich aufzufressen. Da wird man sich doch wohl noch wehren dürfen. This gate and get out of here. Data, right? When you get back to our original time, use the data to learn about third energy, then build a perfect gate and come pick us up for the last time. Dylan, I will. I promise. Final warning. 10 seconds to detonation. Don't forget, you still owe me one. Well then, you better get back quick. Ja, das war das Ending von Dino Crisis 2. Ich hoffe, dass die Musik im Hintergrund jetzt nicht Copyright geschützt ist. Aber hört sich auf jeden Fall geil an. Ja, hat Regina es wohl noch geschafft, rechtzeitig ein Tor zu machen und sie vielleicht noch zu retten? Oder sind Dylan und seine zukünftige Tochter Paula jetzt wirklich gestorben? Ich weiß es nicht. Ich weiß, es gibt ein Dino Crisis 3. Das Problem ist nur, dass es only Xbox und ich keine Xbox besitze. Und außerdem sollte es sich im Cyberspace abspielen, was ich auch scheiße finde. Gut, vielleicht kommt ja noch was nach der Endsequenz, also nach den Credits hier. Ja, Dino Crisis war immer noch ein sehr großartiges Spiel, auch wenn es inzwischen sehr, sehr alt ist. PlayStation 1. Ja, war... Ja, mit eins meiner ersten Teile kann ich nicht sagen. Das wäre gelogen. Aber es war eins meiner definitiven Lieblings-PlayStation 1-Spiele. Das habe ich auch so ewig damals zugebracht, es ungefähr 200, gefühlte 2 Millionen Mal durchzuspielen. Naja, übertrieben gesagt. Also ich hatte das damals sehr oft durch. Das Problem ist nur, wenn man das dann so 15 Jahre später mal wieder... Gott, das ist eine Zeit, 15 Jahre. Oder mehr als 15 Jahre sogar.
Jedenfalls, wenn man es dann so ein paar Jahrhunderte, übertrieben gesagt, jetzt einfach mal wieder spielt, da kommen einem so, kommen richtig schöne Erinnerungen hoch an die gute alte Zeit. Ah, das war noch Zeit, da bin ich noch zur Schule gegangen. Und so weiter und so weiter. Jetzt sehen wir noch ein paar Dinosaurier hier im Wasser. Ja, ich hoffe, dieses Let's Play hat euch gut unterhalten. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, es mit euch zusammen durchzuspielen. Also ich gespielt, ihr mich unterstützt beim Gucken. Ja, was bleibt mir noch anderes zu sagen als... Schade, dass die Serie nicht weitergeführt wurde, dass nach Dino Crisis 2, wie gesagt, nur Dino Crisis 3 kam, was mittelmäßig war. Dann kam ja noch dieses Dino Hunt, meine ich, wo man ja noch Dylan gespielt hat, wo er halt mit Paula zusammen da so Lightgun-Shooter-mäßig viel gemacht hat. Ja, und das war es dann eigentlich an sich mit Dino Crisis. Also kam nie wieder was, was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Ich versuche jetzt erstmal den ersten Teil nochmal zu organisieren. Und dann werden wir schon sehen, wenn der erste Teil dann auch auf YouTube kommt. Ja, presented by Capcom. Let's play it by I am Ankatheis. Ich verabschiede mich und sage auf Wiedergeschaut.